Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniolP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ja, ein Spiel von Disney und Square Enix für die PS4 vom Let's Play für euch ausgezeichnet. Und ja, ich bin noch aktiv gerade Kingdom Hearts Birth by Sleep am Spielen und bin gerade dabei, hier alle Charaktere auf Level 99 zu bringen. Was eigentlich voll dämlich ist, weil Level 99 bringt eigentlich wirklich was in dem Spiel, wegen den optionalen Bossen und so. Und es dauert ewig, also es dauert echt Wochen. Ich habe zwar schon zwei Charaktere auf 99 geschafft, aber ja, es dauert bestimmt noch ungefähr ein, zwei Wochen. Und ja, um dann nicht vollkommen gar nichts von Kingdom Hearts zwischendurch hochzuladen, habe ich mir gedacht, ich fange direkt mal mit Dream Drop Distance an. Und ja, damit das nicht so, sagen wir mal, nur ein Projekt hier gerade aktiv am Laufen ist. Ich tue nur Tales of Berseria im Moment Let's Playen, und ja, ein Part ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Und ja, ähnlich wie bei Tales of Berseria, wo wir schon mal ansprechen, scheint auch bei dem Spiel meine PS4 vollkommen am Rad zu drehen. Also ich, ja, das hört sich an, als würde die jede Sekunde explodieren, was mir Angst macht, weil direkt auf meiner PS4 ist ein kleines Figürchen von Bravely Second, Agnes von Bravely Second drauf. Ich habe irgendwie Angst, dass die irgendwann anfängt, in Flammen aufzugehen, und ja. Aber bei Tales of Berseria hat sich das nach, weiß ich nicht, der letzten Aufnahmesession irgendwie aufgelegt. Vielleicht wird das ja auch hier sein. Und ja, wir haben bei der 2.8 Version von Kingdom Hearts drei verschiedene Sachen. Einmal Dream Drop Distance, was wir jetzt Let's Playen werden. Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, A Fragmentary Passage, und Kingdom Hearts Chi Backcover. Und ja, ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge man die Sachen hochladen sollte, so in Sachen chronologische Order und so, nenne ich chronologisch, oder? Doch, ja. Und, ja. Ich könnte mir die beiden Sachen schon, das sind ja, nee, das hier ist ein Film. Das hier jetzt irgendwie spielbar für ein paar Stunden, und ich könnte die Sachen eigentlich schon im Voraus schon aufnehmen und dann irgendwie später hochladen, weil für mich macht das keinen Unterschied. Ich habe Dream Drop Distance schon auf dem 3DS gespielt und ich kenne die ganze Story von allen anderen Kingdom Hearts, also für mich macht das keinen Unterschied, wann ich das hier gucke oder wann ich das hier spiele. Aber was das Aufnehmen angeht und die Aufnahme Order hier, wie ich hochlade, das ist mir irgendwie wichtig. Und ja, ich glaube, Dream Drop Distance müsste man als erstes spielen von den ganzen Sachen hier. Deswegen fangen wir auch damit an. Und zwar gerade die optionalen Bosse von Birth by Sleep am Durchrackern. Also noch nicht am Durchrackern, aber bald. Aber das ist noch nicht wichtig zu diesem Zeitpunkt. Also kann ich mir da auch noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Spiel. Und ich würde sagen, wir fangen dann direkt an. Ich werde wahrscheinlich wieder das Intro, was jetzt kommen wird, stumm schalten. Wegen Copyright und so. Und also deswegen nicht wundern, wenn jetzt auf einmal wieder kein Ton zu hören ist oder so, da schwingt nicht euer PC ab oder so, da bin einfach nur ich, der die Musik hier abstellt. Ja, Disney, Square Enix natürlich. So. Warum ich, wie die halt gemacht haben? Weil das Intro war ja auf zwei Bildschirmen eingeteilt bei den 3DS. Deswegen frage ich mich, unten war irgendwie Mickey, der irgendwie Symphonier, wie nennt man das, dirigiert hat. Und oben waren, ja, war das Intro mehr oder weniger. Ja, genau so. Das war im untersten Bildschirm die ganze Zeit. Oh, ich freue mich. Ich habe Dream Drop Distance, glaube ich, nur einmal gespielt. Da habe ich halt leider einen Kollegen ausgeliehen, der hat mir halt nie wieder gegeben. Und zu denen habe ich jetzt nicht mehr so Kontakt zu. Und ja, wir haben unsere Helden, den weisen Goofy, Donald, einfach nur Donald, und Sora. Schön. Ja, Intro finde ich auch sehr gut. Man hört die symphonische, wie nennt man das, Orchesterversion. Ich habe es heute mir mal symphonisch, ne? Die Orchesterversion von Simple and Clean.
Und ich weiß nicht, ob man die Version hochladen kann, so copyright-mäßig, aber ich mache es mal lieber ohne Sound. Wenn dann irgendwie doch irgendwas mit Copyright ist, muss ich leider dieses Intro auch wegschneiden. Aber bis jetzt kam es noch nicht dazu. Ich habe sowieso nicht so viel auf, weil so kann das nicht schaden, ne? Das ist sowieso nichts. Ja, hier werden noch mal die ganzen Spiele mehr oder weniger zusammengefasst. Anselm, Rico, Kairi, ganzen Events der anderen Kingdom Hearts Spiele. Das war jetzt Kingdom Hearts 1. Jetzt haben wir Chain of Memories, Namine und Kingdom Hearts 2 mit Roxas. Dann Kingdom Hearts Days mit Shion und Axel. Jetzt hat sich meine PS4 beruhigt. Gut. Ich hätte vielleicht den 358 Days Film auch hier hochladen sollen. Ja, finaler Kampf gegen Xemnas. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Leute hier die das Spiel bei mir nur gucken und irgendwie verlangen, dass ich hier historisch alles von Kingdom Hearts hier lüfte und so. Ja, Birth by Sleep, Meister Xehanort und Mickey. Ja, ich glaube nicht, dass sich Leute storymäßig nur von meinem Projekt hier irgendwie orientieren. Wir sind schon von den Leuten, die überhaupt diese Videos gucken. Roxas, Terra, Ventus, Aqua, Goofy, Donald, Sora, Rico, all die ganzen Schlüsselschwert schwingenden. Alles gezeichnet. Und die nehmen immer noch die Animation von Simba aus Kingdom Hearts 1. Da erkennt man immer an diesen Krallen hier, die so während dieser Beschwörung kommen. Naja. Ah, und dazu unsere Helden. So, übrigens, falls euch der Part gefällt, dann tut bloß nicht ein Like, ein Abo oder einen Kommentar lassen. Ne? Die wollen wir ja nicht. Geht weg damit. Boah. Guckt mal meine Videos an. Dann seht ihr ja, was ich von der Regel habe. Ja, keine Abonnenten und so. Ne? Hm, 3 Jahre Let's Plays. So, geht weg mit dem. Ja, ich will den nicht. Weg damit. Uah. Und ja. Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Fangen wir direkt an. Natürlich auf Profi. Gibt es ja keinen Critical Modus in den anderen. Man muss man ihn erst freischalten. Ja, ich habe bis jetzt nur Critical Modus gespielt. Deswegen. Oh ja, wir haben jetzt Vibration. Stimmt ja. Warte mal. Ich habe mal. War bei meiner PS3, bei meiner PS2, weil das keine Vibration ist. Boah, bin ich blöd. Ich habe meine PS2 noch nicht mal mehr angeschlossen. Ja, Vibration. Untertitel, ja. So, Schwierigkeitsprofi, so wie immer. Und Vibration und Untertitel, ja. Und dann fangen wir direkt an. Wahrscheinlich irgendwie ein Skip-Button hier bei den ersten 3 Minuten oder so einfügen. Für die Leute, die kein Interesse an meinem Gelaber haben. Hey! Und da ist Best Character natürlich. Xehanort, you wanna fill me in? Da haben wir ja auch mehr oder weniger aufgehört bei Birth by Sleep. Wait, did you never lose your memory? That's not my name. I'm not Xehanort. Ja, und da haben sie alle ihr Herz verloren. Ja. Das war mehr oder weniger der Anfang der Organisation 13. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. Ja. Warum Rico so kurze Haare hat, keine Ahnung. Warum es sowas so komisch klingt, keine Ahnung. Riku, a storm's coming. I know. The waves are getting steep.
unferl the sail. Right. Ja, das war der ursprüngliche Plan mit dem Floß, neue Welten segeln. Ne? Ja, sieht man mal, wie das klappt. Oh, Riku. I'm fine. What's that? Oh nein. Oh, he was right. Those wretched guppies are here. Well, it's about time we settled the score. Ursula, but how? Is this the test? Come on. You can work it out later. All right. Sorry, dearies, but I won't fall for that trick. Ja, Ursula einfach so aus dem Nichts. So, ich sollte mir vielleicht das mal angucken, weil ich weiß nicht, wie sich die Nintendo 3DS Steuerung hier auf der PS4 hier übergeleitet haben. Andenken sind optionale. Ach so, ja, in die solche Anzeigen siehst. Ja, ach so, die kann man dann angucken, genau. Tutorial, Grundlagen, Kampf, jetzt Anzeigen, ja, lassen wir uns hier alles hier ansehen, ja. Ja, wir kämpfen gegen Ursula, weil warum nicht? Hell, um zu bewegen, kannst du die Kamera drehen und die Kamera zurückzusetzen. Okay, versuche dich umzusehen. Ah, schön. Dreh zum Anzugreifen. Wenn du die Taste nach einem erfolgreichen Angriff mehrmals wiederholt drückst, führst du eine Kombo aus. Siege die Tentakel. Oh Gott. Kreis springe ich, ne? Ja. Müssen wir näher rankommen, ich treffe die gar nicht. Ist eine AP-Anzeige, nimmst du Schaden, bist du tot. Viereck, um dich durch Blocken zu schützen. Du kannst gleichzeitig Viereck und irgendeinen linken Analog drücken, um auszuweichen, am Kreis und zu springen. Ja, wir brauchen keine Abilities, genau. Puff. Ja, das Spiel ist sehr an Kingdom Hearts Birth by Sleep angelegt, was das Kampfsystem hier so angeht. Wenn du einen Gegner anvisierst, bleibt die Kamera auf diesen Gegner gerichtet. Wenn ein Gegner anvisiert wird, kannst du mit R halten, um das Ziel zu wechseln. Ah, warte mal, wie? Der linken Analogstick, das ist irgendwie komisch. Ich anvisieren kann man vermeiden, die Gegner in der Hitze des Gefechtes in den Augen zu verlieren. Um das Anvisieren zu beenden, drücke R1. Deck mal, das kannst du mächtige Angriffe und Magie einsetzen. Ja, warte mal, mir fällt gerade auf. Kamera, du gehst sogar in die richtige Richtung. Es ist nicht umgekehrt wie in allen anderen Kingdom Hearts Spielen, dass das erst, wenn man nach links drückt, Kamera nach links geht. Mit R2 und Dings kann ich nicht machen. Okay, ich werde vielleicht mal. Oh, das ist aber umgekehrt. Das muss ich noch umstellen. Dass ich die Möglichkeit dazu habe. Wenn ich da unten drücke, wird Feuer anvisiert. Finde ich nicht so gut. Muss geändert werden. Neue Kommandos erhältst du in den unterschiedlichsten Situationen. Wenn sie benutzen können, musst du sie in dein Deck aufnehmen. Warte, bis keine Gegner in der Nähe sind und drücke Options, um das Hauptmenü aufzurufen. Da kannst du nicht nur ein Deck anpassen, sondern auch Schlüsselschwerter wechseln, deine Werte überprüfen, die Spielanstellung ändern und vieles mehr. Wenn du mal nicht weiter weißt, kannst du Infos und Tutorials aufnehmen, du das Hauptmenü Andenken auswählst. So, abgeschlossen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Hey, was geht? Na? Ich sehe die Phantom Ursula. Okay. Aber was eine richtig andere Dynamik als bei den anderen Spielen bisher. Hast du schon immer diese Kette? Oh, ich habe Eis. So, komm her. Na, okay. Boah, tut jetzt sehr viel kürzer, länger dauern, bis ich hier die Kommandos aufgeladen habe. Aber das sollte hier kein Problem sein. So, der erste Kampfwurf. Muss das ja kein Problem. Oder heller.
wie ich sie genannt habe sonst immer. Bisher. Alter, hat eine Reichweite. Und das wäre ich ab. Was Rico? Ma. So nach unten oder das Ding geht nach oben, das stört mich. Aber wir haben es gleich geschafft. Hier, wuff, wuff und duff. Nein. Und Eis. Jawohl. P-Höchstwert erhöht. Oh, ich freue mich auf das Spiel. Schon sehr lange nicht mehr gespielt, weil ich habe es nicht mehr. Grund habe ich auch vorhin gesagt. Ja, warum sind wir überhaupt auf Vision kämpfen gegen Ursula? Das ist nur sehr verwirrend. Sagt, da war ja der ursprüngliche Plan mit dem Fluss in andere Welten ziehen, ne? Dann sieht man aber, wie das geendet hätte. Das Spiel spielt übrigens direkt nach. Oh, hallo. Dich kennen wir doch. Mehr oder weniger. Ja, den kennen wir doch von ganz, ganz früher. Genau, Meisterprüfung. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das Spiel spielt direkt nach dem Ende von Kingdom Hearts 2. Und ich konnte mir das jetzt nicht. Schlüsselschwert, Schlüsselschwertmeister. Warum ist das weggegangen? Ich wollte nur drauf drücken. As a Keyblade Master, Xehanort had a gift like few others. Story, all. Great minds are often plagued by a single great question. What is the essence of the human heart that weakens us or empowers us? Das hier spielt direkt nach Kingdom Hearts 2. Man die Kleidung sehen kann. What if the challenges of our past were in fact a map to the light and darkness that battles within us all. Xehanort had to know, so he renounced his duties as master and chose the Seeker's life. Since then, in many a guise, he has clashed with protectors of the light, Keyblade wielders like yourselves. And mark my words, he will trouble us yet again. We must be ready. Which is why you, Sora and Riku, are to be tested for the mark of a true Keyblade Master. No doubt you fancy yourselves masters already, but it takes years of training. Only a true master can teach you the proper way. Both of you are self-taught Keyblade wielders, an impressive feat. However, the time has come for you to let go of preconceived notions, forget what you know about the Keyblade, and begin your training again with a clean slate. Huh? Yeah? But that's a formality, right? I already proved myself. Me and the King and Riku, we can take on anything. Right, Riku? I don't know. I think that in my heart, darkness still has a hold. Walking that path changed me. I'm not sure if I'm ready to wield a Keyblade. Maybe I do need to be tested. Riku. Then count me in. Put me through the test. Just watch. Me and Riku will pass with flying colors.
Very well then. Sora and Riku, let your examination begin. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Na gut, egal. Wir fliegen, weil... Ja, bei diesem Minispiel schützt du stetig in die Tiefe und bekämpfst aber Gegner und sammelst Preispunkte ein. Dein Ziel ist ein leuchtender Ring am Ende des Levels, den du aktivierst, indem du bestimmte Bedingungen erfüllst. Diese Bedingungen sind bei jedem Tauchgang verschieden. Rote Ziele sind für Angriffe zu weit weg. Drück X, um Zielaufschaltung gelb leuchtet, um Gegner anzugreifen und bestimmte Objekte zu zerstören. Ich fand jetzt gut, dass wir die Cutscene nicht gesehen haben. Um Mosse zu besiegen, musst du ihre blinkenden Schwachstellen anvisieren. Ich werde das schon irgendwie lernen. Ja, danke. Ich wollte eigentlich auch sammeln. Kann ich halt nochmal. Aber was soll's. Aber wir müssen nur Dinge einsammeln, wenn ich mich irre. So, boah. So, wir sind jetzt hier vollkommen ohne Hintergrundstory, weil ich blöd war und nichts gedrückt habe. Aber okay. Wird gleich nachgeholt. Ja, das habe ich schon gespürt, bevor ich da reingefallen bin. Aber okay, später. Ring offen. Ja, Dreieck. Dann kann ich solche Sachen machen. Ich hab noch mal, ne? Sehr gut. Wurf. Im Ziel. Yay. Wo sind wir überhaupt hin? Ah, Goldtauchler. Taucher ist. Tauchler. Hm. Taucher. Elektrosturz. Okay. So, wo sind wir? Wir sind an einem Ort, den wir kennen. This is... Traverse Town. Hey, what's with my clothes? Must be more of Master Yen Sid's magic. Ja, jetzt vielleicht schneide ich halt auch irgendwie davor. Ja, ich glaube, ich tue die Zähne so zwischendurch da reinschneiden. Weil es ein bisschen blöd ist, haben wir ja hier gar keinen Hintergrund. Shut it. Huh? Talk about noise. Sora, right? Yeah, but how do you know that? Looks like you're not a player. A player? Come on, keep up. In the game. Players get marked with the time limit. And this game, I can't afford to lose. I need my game partner. Okay. I don't know about any game, but can I help? What? Time out. Do you trust every total stranger you meet? Look. Gehört so zum Heldendasein dazu. You're not a player. Am I packs with someone else? Okay, so we can't be partners. Why don't I just help you out as your friend? Now we're friends? It's not that easy. Not saying it is, but you could make it easier. Yeah, sounds great. Whatever. Cool, lead the way. Whoa. Das will ich auch können. So, jetzt anzeigen. Feuerfluss. War einfach voll der Dickmove, der dann einfach so weggegangen ist. Ich werde die Cutscene irgendwie davor so reinschieben. Ich werde kreativ sein. Düften des freien Flusses kannst du deine Umgebung voll ausnutzen. Boah, ist das geil. Okay, mit Viereck und irgendwo hindrücken, genau. Und auf eine Laterne zu. Okay, wupp. Hui. Hui. Das ist mehr oder weniger
richtig überpowert in dem Spiel. Ein bisschen random, aber was soll ich denn da machen? Okay. Muss aber nicht zwingend rutschen, um deinen freien Fluss auszuüben. Objekte wie Geländer und so, ja, indem ich darauf lande, kann ich im freien Fluss rutschen. Wuppala. So, dann hat er mal abgeschlossen. Also wir in Traverse Town. So, als erstes tun wir natürlich andecken, angucken und schauen uns das Ding an. Warte, ich mehr oder weniger so zwischen, weiß nicht, als wir abgesoffen sind und als wir in diesem komischen Minispiel waren, hier irgendwo reinpacken. Okay, alles klar. Mal angeguckt, war wahrscheinlich komisch so. Ich habe jetzt hier einmal reingedrückt und dann war ich wieder draußen, wahrscheinlich, wenn ich da so mitten drin reingeschnitten habe, aber okay. Gut. Ja, wir werden hier einer Meisterprüfung unterzogen, um zu gucken, ob wir Schlüsselschwertmeisterpotenzial sind. Ähnlich wie in Kingdom Hearts Birth by Sleep, wo Aqua und Terra eine Schlüsselschwertprüfung abgelegt haben, aber im Gegensatz zu denen werden wir hier auf eine sehr viel größere Prüfung ja vorbereitet. Wir haben wieder null Erfahrung, geil. Warum soll ich das machen? So, wir können wieder so Sachen erlernen, Berichte, Glossar, da können wir so Sachen nachschlagen, was wir alles so an Informationen brauchen von Story in Sachen Kingdom Hearts und so. Tauchmodus. Okay, habe ich da wirklich so viel gehabt? So, Best Character ist schon da aufgelistet, ausgezeichnet. Die menschliche Form von Sigma aus Organisation 13. Über ein Experiment zum Niemand. Das haben wir ja gesehen. So, wer ist das hier? Das wissen wir bisher noch nicht. Vielleicht werden wir es ja herausfinden. Aber ganz am Anfang von Kingdom Hearts 1 nur getroffen. So, Schätze werden hier angezeigt. Traumfänger, das ist noch nicht so wichtig bisher. Ich will erst mal gucken, ob es hier irgendwo einen Speicherpunkt gibt, damit wir gucken können, dass wir in Party werden können. Ich weiß nicht, ob man irgendwie Gegenstände und so kaputt machen kann. Ich glaube nicht, ne? Aber erstmal will ich Truhen einsammeln. Ups. Aber ich muss aufpassen mit meinen Potions. Ja, dann sollte ich vielleicht mal, boah, soll ich mal ändern, dass das hier amüsierte Ziel zu wechseln. So, hey, um durch Kommandos zu scrollen, nutze R2 oder um durch Kommandos zu scrollen zwischen Deckkommandos und Linkangriff hin und her zu schalten. Ach so, hier. Nee, Kamera. Wenn die Kommandos nach Verhinderung eines Kommandos nach oben oder unten verschoben wird, invertiert. Wenn automatisch, ja. Ja. Das ist natürlich doof. Jetzt geht das nach oben. Wenn ich nach oben drücke, ja. Okay. Wenn das Kommando überspringen, ja. Invertiert. Ja, ist auch irgendwie doof. Geht nach, das geht nach unten, wenn ich was aktiviere. Da muss ich mit leben halt. Gut, so, da ist ein Speicherpunkt. Wird mir bestimmt jetzt gesagt, ja, hier kannst du speichern. Hui. Ja, und dieses Stürzen werde ich sowas von abusen, weil das die beste Möglichkeit ist, sich ja zu bewegen.
Oh, schon hier sind nicht lange her, seit wir in Traverse waren, ne? Mal 1. Ja, wir haben noch gar nicht den einen Typen angesprochen, den wir gerade getroffen haben. Typischer Square Enix Charakter, wer der ist, werden wir später wahrscheinlich eher erfahren. Hat er sich überhaupt schon vorgestellt? Nee, ne? So, ich glaube, wir haben hier alle Truhen erstmal gefunden. Wir können speichern und den Part beenden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Wenn euch was gefallen hat, dann lasst bloß kein Abo, ein Like oder Kommentar unter diesem Video, weil die wollen wir nicht, die sind böse, ne? Abos sind böse. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss!